Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich bin heute wieder gut gelaunt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, es muss er mit seinen Reifen angeben. Herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Wieder bestens gelaunt heute. Ach, Leute, ihr macht mir immer mehr Mut, hier weiterzumachen mit YouTube. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Diesen YouTuber und diesen YouTuber. PC, ja, hab ich. Voll geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seid die geilsten Abonnenten der Welt. Einer hat mir mal geschrieben, hey, mach doch mal deine Videos ein bisschen mehr Emotionen rein. Ja, Emotionen. Das Problem, ich nehme ja die Videos eigentlich auf, wenn ich ein bisschen voll verballert bin an der Birne. Weißt du, wenn du mal guckst, oh, das ist aufgenommen um 9 Uhr, das eine Video ist um 8 Uhr. Und dann bin ich ein bisschen müde noch. Aber heute habe ich endlich mal das getan, worauf ich lange verzichtet habe. Auf Schlaf. Schlaf. Und, ja, was ist jetzt? Ich bin total fit, ich bin aufgedreht. Wie früher damals, wie damals noch in meinen Videos, wo ich so gemacht habe. Moin Leute, was geht? Ja, habe ich eine bisschen höhere Stimme gehabt, haben die Leute mich immer als schwul bezeichnet und so. Schwul, genau. Ja, aber, was soll's? Da steht man drüber. Da muss man drüber stehen. Wenn man da nicht drüber steht, dann kann es vergessen. Ja. Nein, wir fahren jetzt kein Auto. Weil ich weiß, für den Zuschauer, seht ihr das? Und da kann ich euch ja nicht eine 6-minütige Autofahrt bieten. Nein, wir erkunden jetzt hier mal ein bisschen auch dieses Los Santos. Dinge da, wo vielleicht noch keiner war. Guck mal, hier hinten bin ich schon. Werdet ihr jetzt hingekommen? Nein. Ja, das ist hier. Da ist ein schöner Pool, da könnt ihr mal mit euren Freunden abchillen. Guck mal, wie das Wasser ist hier. Da kriege ich auch wieder so richtig Sehnsucht nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich würde gerne mal von euch Abonnenten wissen, habt ihr auch dieses Verlangen manchmal nach Amerika zu gehen? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die Vereinigten Staaten, in den Supermarkt zu gehen und dann eine AK-47 an der Laden oder an der Wand hängen zu sehen. Ja, dieses Amerika, es ist doch was Großartiges, oder? Amerika ist ein riesiges Land mit vielen Millionen Einwohnern. Viele Millionen Einwohnern, ja. Und mit wirklich verrückten Gesetzen hier zum Beispiel. Du darfst keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Wobei in den muslimischen Ländern ja der Alkohol verboten ist. Warum ist der verboten? Ja, Alkohol bringt natürlich Probleme. Ich finde das eigentlich keine schlechte Sache, dass Alkohol verboten ist. Also dieses hochprozentige Zeug, wie zum Beispiel Asbach oder sowas, brauche ich gar nicht. Also wenn ich Alkohol trinke, dann ist es ja hauptsächlich Bier und so weiter. Und wie schon gesagt, Alkohol in Maßen, das ist auch ganz wichtig, weil Alkohol macht sehr schnell süchtig und das ist dann auch nicht mehr lustig. So. Genau. Jetzt hänge ich da ein bisschen fest. Ups, muss ich hier mal hier raus. Und schon habe ich die Polizei am Hals. Oh! Außer Gefecht. Ach ja, das macht doch noch Spaß, GTA 5. Geiles Spiel. Kommen ja immer wieder neue Erweiterungen raus. Ich hoffe, dass meine Festplatte irgendwann mal nicht total voll ist. Wenn irgendwann mal immer wieder mehr Speicherplatz für das Ding braucht. Weil ich habe ja nur 12 GB oder so auf der Plazy und das ist nicht besonders viel, da kannst du nicht besonders viel draufladen. Ja, was machen wir heute? Wir töten einfach mal ein paar sinnlose Leute, aber wir erkunden auch ein bisschen die Landschaft. Dieser Strand ist ja sehr berühmt, ich kann mich noch erinnern, ich glaube es war schon vor über einem Jahr, da kam ja dieser Trailer raus, Way the Move hier, und dann kam dieser Trailer von GTA 5, der erste Trailer, alle waren begeistert, da vorne ist auch dieses Häuschen, ich kann euch das auch mal zeigen. Am besten fahren wir mal dahin, damit wir mal den Anfang von GTA 5 sehen. Da fing nämlich alles an. Mit dem Trailer, mit dem ersten, mit dem Hund. Und damals sagte man sich, wow, das kann doch gar nicht so aussehen, wie es im Trailer aussieht. Aber ihr seht, es sieht ja teilweise sogar besser aus als im Trailer. Wobei es immer auf den Fernseher ankommt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ihr müsst wirklich darauf achten, was für ein Fernseher ihr habt. Wenn ihr einen Röhrenfernseher habt, dann wird natürlich nicht alles dargestellt. Ja, wenn ihr aber jetzt einen Full-HD-Fernseher habt, dann ist das natürlich deutlich anders. Da habt ihr geile Grafik. Wenn ihr einen HD-Fernseher habt, ist es auch ein Unterschied.
HD und Full HD sind große Unterschiede. Also, ich konnte es auch nicht glauben, aber die Farben sind einfach viel, viel kontrastreicher, sehen richtig geil aus. Und hier fing das auch alles an. Hier ist das berühmte Haus. Da hinten lief dann so ein Hund rum. Oye, der Move hier, ich kann nicht so gut Englisch. Oye, you mother. Und dann ging das eigentlich schon ab. Schöne, schöne, schöne Sache. Die Fahne weht auch im Wind hier. Das ist Realismus. Das ist wirklich Wahnsinn, was heute möglich ist. Diese ganzen Effekte, die hier drin sind. Wassereffekte, jedes kleine Wellchen hier von dem ganzen Ozean hier. Das sind mehrere tausend Quadratkilometer, mehrere Millionen Quadratkilometer. Alles animiert. Und jedes Wellchen sieht anders aus. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann fällt der Eimer um. Geil, oder? Das ist einfach geil. Ja, ich hoffe, mein Alltag in GTA 5 hat euch gefallen. Wir werden jetzt ab sofort auch ein bisschen mehr hier die Welt erforschen und mal ein paar Sachen zeigen und mal ein paar coole Plätze zeigen, wo ihr mit euren Freunden abchillen könnt. Haut rein. Ciao.